Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde, David Lessing, herzlich willkommen. Ihnen hier im Haus und auch Ihnen zu Hause. Heute zum Abschluss, bevor wir in die Sommerpause gehen, ein schönes Thema. Wir reden über Champagner und warum Champagner vielleicht die Champagne verlassen musste. Zur Flaschengärung ins Badische. Beispielsweise. Hierzu begrüße ich ganz herzlich den Autor des Buches, Herrn Hildisch. Lieber Herr Hildisch, schön, dass Sie da sind und vor allem unser Nachbar sind. Drei Häuser weiter. Und durch den Abend führt ein wunderbarer Verleger, der nicht nur das wunderbare Champagnerbuch verlegt hat, sondern eben auch das Buch verlegt hat, 25 Jahre Willi Lessing. Lieber Herr Winterhoff-Spurg, auch Ihnen herzlich willkommen. Sie haben das Wort und führen durch den Abend. Ich würde sagen, inhaltlich bin ich nicht der richtige Mensch, aber Sie beide sind das richtig. Wunderbar. Los geht's. Sind. Vielen Dank dafür. Ich will beginnen mit Danksagung zunächst an Herrn Simon und die Villa Lessing und Frau Frieg, dass wir wieder einmal hier zu Gast sein dürfen. Für ein Thema dieser Art und eine Buchvorstellung mit diesem Thema gibt es meines Erachtens keinen schöneren Ort in Saarbrücken, wo man das machen kann. Dieses Haus hat ja ein bisschen Champagnergeist, wenn man es auf die Themen beziehen darf, die sie anbieten. Wir haben auch zu danken der Saarland Sport Toto GmbH, die das Buch gefördert hat, in der zweiten Auflage wieder, und zwar anlässlich des 40. Jahrestages des deutsch-französischen Vertrags. Dafür ein dickes Dankeschön an Herrn Paulun, wenn er es denn sieht oder hört. Wir haben auch zu danken dem Kultusministerium, insbesondere Jörg Sämann, der ein Wort dafür eingelegt hat, dass wir eine Förderung bekommen. Ebenso Heinz König, dem Vorstand der Sophis AG, und schließlich auch dem Autor, dass er sich hingesetzt hat und das Buch nochmal neu geschrieben hat, umgeschrieben hat, ergänzt hat. Auch dir ein dickes Dankeschön, lieber Volker. Und dann beginne ich gleich mit der Frage, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben und diesen Titel zu wählen? Naja, fangen wir mal damit an, wie ich darauf gekommen bin, dieses Buch zu schreiben. Der Titel mit dem Titel, das kommt dann später. Ich war ja hier als Journalist für den Saarländischen Rundfunk viel unterwegs und ich bin auch sehr weinaffin. Und da bin ich in Metz auf ein Weingut gestoßen. Da kann ich jetzt mal umklicken. Wir können das heute ein bisschen mit, wenn wir es auch sehen würden, mit Fotos unterlegen, so, nämlich dieses Château de Vaux. Dieses Château de Vaux liegt in einem kleinen Ort westlich von Metz, ganz in der Nähe von Seychazelle, wer sich da ein bisschen auskennt, der, oder war vielleicht auch schon jemand da. Und als ich das gesehen habe, bin ich da mal hingefahren und habe das gesehen und habe gedacht, Mensch, der Name kommt dir irgendwie bekannt vor. Denn ich kannte aus dem Rheingau diese Sektmanufaktur, die nämlich den gleichen Namen hat, nämlich auch Vaux. Und die sitzen in Eltville im Rheingau. Und diese beiden Häuser haben eine gemeinsame Geschichte. Das ist nämlich eine Gründung gewesen von deutschen Investoren im Ende des 19. Jahrhunderts. Und so sah das damals aus. Die nannten sich sogar schamlos Champagnerkellerei, Schloss Vaux. So, und diese deutschen Investoren, die mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt Frankreich verlassen, nämlich nach dem Versailler Vertrag. Nach dem Versailler Vertrag wurden deutsche Schaumweinhersteller, die sich, wie gesagt, hier auch
gesehen, schamlos Champagnerfabrikanten nannten, mussten Frankreich verlassen und wurden enterbt. Enteignet. So, und das Gleiche passierte nämlich dieser Champagnerfabrik Clos und Förster. Clos und Förster ist der Ursprungsname des Sektgutes Rotkäppchen in Freiburg an der Unstrut. Und die nannten sich auch in Freiburg an der Unstrut schamlos Champagnerfabrik, wie man sieht. Und denen passierte das Gleiche. Und weil sie hatten auch Besitzungen in Frankreich, unter anderem in Seychelles bei Metz, hatten sie ein kleines Weingut gekauft und dort haben sie dann auch Sekt hergestellt und in den Markt gebracht. So, und die mussten jetzt Frankreich verlassen. Und so als Journalist ist man dann ja immer geneigt, zündende Überschriften für ein Thema zu finden. Am Anfang, weiß ich noch, warst du nicht so recht begeistert von diesem Titel? Doch, sofort. So als Rotkäppchen Frankreich verlassen musste. Rotkäppchen musste dann nämlich auch seine Weingüter dort belassen und wurde enteignet und musste sich nach 1920 zurückziehen nach Deutschland wieder. So sieht Rotkäppchen dann heute aus in Freiburg an der Unstrut. Es ist also keineswegs eine DDR-Erfindung, diese Sektmarke, sondern eine der ältesten deutschen Sektmarken, 1856 gegründet. Genauso ging es anderen deutschen Schaumweinproduzenten, zum Beispiel Henkel. Die hatten auch zum Beispiel in Reims eine eigene Kellerei gebaut im Ende des 19. Jahrhunderts. Und die schrieben dann, beibehalten, verloren haben wir durch den Vertrag von Versailles unsere vor dem Kriege selbst erbauten Kellereien in Reims, beibehalten aber unsere alten Einkaufsquellen und unsere Tradition, die unseren Marken den Ruf außergewöhnlicher Qualität verschafften. Also so kam der Titel zustande und so kam das Thema auch zustande. Und du erlaubst Zwischenfragen sowohl von mir wie aber ja. Von den Zuhörern. Sagst du noch was, warum Rotkäppchen Rotkäppchen hieß? Ja, da wollte ich später noch drauf, aber ich kann es auch jetzt sofort sagen. Es gab nämlich einen Rechtsstreit, da muss ich mal eben gucken, da wollte ich auch eine kleine Periode draus vorlesen aus meinem Buch. Wo ist es? Nein, das war in dem anderen. So. Zwischendurch darf ich Ihnen sagen, Ihre Fragen sind natürlich auch jederzeit willkommen. Wenn Sie was wissen wollen zu einem Thema, das Herr Hildisch gerade bespricht, melden Sie sich gerne. So. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber macht ja nichts. So. Nee, das ist ja Mumm. Sag mal. Also wie gesagt, es gab einen Rechtsstreit mit einer mit einem Champagnerhersteller. Ah, wo ist es denn jetzt? Ich finde es jetzt gerade nicht. Ja. Ja, 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 genau. Achso, da, jetzt habe ich es. Ja, gut. Ja, es ging nämlich um die Marke Monopol. Rotkäppchen hatte eine Schaumweinmarke, nennen wir es jetzt mal neutral, Monopol. Und dem Vernehmen nach gehörte die Marke Monopol aus dem Hause Clos und Förster, das war eben Rotkäppchen, trotz des französisch klingenden Namens zu den Lieblingssekten von Kaiser Wilhelm II.
Doch um diese Marke gibt es 1894 einen Rechtsstreit und die Freiburger müssen eine herbe Niederlage einstecken. Nachdem in Deutschland, das war also 1894, das Gesetz zum Schutze der Warenzeichen in Kraft getreten ist, klagt das französische Champagnerhaus Walbaum Heidsieck gegen Kloß und Förster, um die eigene Standardmarke Monopol zu schützen. Und die gewinnen. Nur noch Heidsieck und Co. in Reims darf die Bezeichnung tragen. Beherzt machen die Freiburger aus der Not eine Tugend. Die schon traditionell rote Kapsel wird zum Namensgeber der neuen Sektmarke Rotkäppchen ist geboren. Ob es eine Retourkutsche gegen die Marke Red Top von Heidsieck ist, darüber kann man nur spekulieren. Aber vermutlich war es so. Wollen Sie Ihre Frage noch stellen? Das war keine Frage, sondern es war der Versuch zu überbrücken, während Sie suchen. Ja. Vielleicht ist es auch zu früh davon zu reden, aber unser Freund Horst Rehberger, FDP-Mitglied und ehemals Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt, hat die Geschichte erzählt, die er mit dazu beigetragen hat, auf der Wende, dass Rotkäppchen nicht weitergehen. Nach der Auflösung der DDR, sondern durch entsprechende Forderungen, die er zur Verfügung hatte und eingesammelt hat, überlebt. Ja, ja. Gut, darauf wollte ich später noch zu sprechen kommen, aber wir können es auch an dieser Stelle gleich abhandeln. Es gab, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schaumweinkellerei Rotkäppchen verstaatlicht in der DDR, war dann ein VEB-Betrieb. Und nach der Wende gab es ein Management-Buyout. Also die Beschäftigten haben das Unternehmen übernommen, mithilfe eines Investors aus dem Westen, nämlich Herrn Eckes oder der Familie Eckes. Und daraus ist dann ein große und mittlerweile sehr potente, großes Unternehmen entstanden. Ja. Mit zwei Standorten, einmal in Eltville, im Rheingau und in Freiburg an der Unstrut. Wollen Sie die Anekdote von Herrn Rehberger noch ergänzen? Weil die fehlte ja noch. Wir brauchen das Mikro. Insofern ist es nur zu ergänzen, als bei einer Geburtstagsfeier von Herrn Rehberger der damalige Bürgermeister der Stadt Freiburg auftrat und unter den vielen Meriten, die man ihm da zugute hielt, auch genau diese Geschichte zum Besten gab, dass das für seine Stadt eminent wichtig war und als Startpunkt für ein Wiederaufleben nach der Situation in der DDR. So ist es vielen Firmen gegangen, aber weil wir heute über Rotkäppchen reden, wollte ich das zum Besten geben. Ja. Sehr schön, Dankeschön. So, kommen wir jetzt mal zu diesem Bild. Da würde ich Sie gerne mal fragen, das sind alles Champagner-Marken, die ich in einem Kaufhaus in Paris mal so fotografiert habe, ob Sie erkennen können, welche deutschen Ursprungs sind. Naja, fangen wir mal oben links an. Da sehen wir Bollinger. Ne? Gehört dazu. Deutz. Drapier eher nicht. Was sehen wir noch? Die Höfe. Ja. Krug sehen wir da unten noch. Kommen wir als letztes zu der Witwe. Die Witwe ist in der Tat ein Unternehmen, die Veuve Clicquot, das sehr maßgeblich mit aufgebaut worden ist von deutschen Einwanderern. Und so sah die Veuve Clicquot mal aus. Ihr Mann ist sehr früh gestorben. Dann hat sie alleine das Unternehmen weitergeführt, was zur damaligen Zeit sehr bemerkenswert war. Also es war ursprünglich das Unternehmen ihres Schwiegervaters, aber sie konnte es dann weiterführen und wurde unterstützt von ganz vielen Deutschen. Ich möchte mal nur kurz eben die Namen nennen, die
da so mitgespielt haben. Also ihr erster maßgeblicher Handelsvertreter war ein Louis Bohne, der kam aus Mannheim und war wohl sehr eloquent und sprach mehrere Sprachen und hatte viele Kontakte in ganz Mitteleuropa. Dann gab es den ersten Kellermeister, der hieß Anton von Müller. Warum der von Müller hieß, kann ich auch nicht sagen, ist schon sehr ungewöhnlich, dass Müller auch adelig sein kann. Im Kontor saß damals ein Josef Heinrich Glöcklen und dann erschien ein junger Deutscher 1807 aus Heilbronn, nämlich ein Herr Kessler, Georg Christian Kessler. Der wurde erst Kellermeister und dann sozusagen Geschäftsführer. Der sollte eigentlich auch das Unternehmen übernehmen. Das hatten sie auch schon schriftlich vereinbart, die Wöff und er. Aber dann gab es wohl irgendwelche Querelen. Manche sagen auch, ob da irgendwelche Liebschaften im Spiel waren. Das ist aber, gibt es nur gerüchteweise. Jedenfalls, er wurde es dann nicht, der Thronfolger bei Wöff Clicquot, sondern da erschien mittlerweile ein anderer. So sieht übrigens das Unternehmen heute auf, Wöff Clicquot Ponsardin, VCP. Das ist der Herr Kessler, dieser erste Kellermeister. Und dann kam er, der ihm dann den Rang abgelaufen hat. Das war der Eduard Werle. Werle nannte er sich später, er wurde Franzose. Ging auch in die Politik, saß auch in der Nationalversammlung und erbte später auch von ihr dieses Unternehmen. Und sie zog sich zurück auf ihr Schloss und genoss ihren Reichtum. Darf ich wieder dazwischen fragen? Ja. Mit wem von den beiden soll sie denn das Größtgern gehabt haben? Ja, mit Herrn Kessler. Mit Herrn Kessler? Ja. Und Herr Kessler, wie gesagt... Zeig ihn uns nochmal, bitte. Gut, das ist der. Nun ist das in dem kleinen Büchlein sicherlich nicht die Wöff Clicquot, wie wir vorhin gesehen haben. Also die Ähnlichkeiten sind nicht so groß. Ne? Der Herr Kessler hat nämlich dann eine andere geheiratet. Und vielleicht war die Wöff dann auch ein bisschen beleidigt. Wie gesagt, man weiß es nicht, es gibt nur solche Gerüchte, man kann das nicht mehr verifizieren heutzutage. Und er ging dann zurück nach Deutschland, ins Badische und gründete dort die erste deutsche Sektfabrik mit den Kenntnissen, die er da in der Champagne erworben hatte. Wir sehen also, es gibt viele Zusammenhänge und das Ganze fing an hier. Das ist der kleine Ort Hautevillers. Ich habe vorhin mit einem Bekannten hier im Raum gesprochen, der war gerade vor 6 Tagen dort. Und hier in Hautevillers liegt begraben ein Mönch, nämlich dieser Dom Pérignon. Das ist die Grabplatte in dieser Abtei, die man da oben sieht. Ringsum hier die Weinberge und da hinten dran an der Abtei, da ist auch ein großes Weingut, das gehört alles dem Hause Dom Pérignon heute. Ne? Und der Dom Pérignon, der hat ja maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser prickelnde Wein irgendwie in ganz Europa bekannt wurde. Ihm wird ja nachgesagt, dieser Spruch, Brüder, kommt, ich trinke Sterne. Ne? Dass er den Sekt erfunden hat, da gehen die Meinungen auch drüber auseinander. Er hat jedenfalls sehr viel experimentiert, auch mit Mischungen, wie man es heute auch bei Champagner und auch bei Wein ja macht. Da werden verschiedene Weine miteinander verschmolzen und dann
kommt es zu dieser Sekt und Entwicklung. Und daran war er maßgeblich beteiligt. Und dieser Schaumwein, der dann da so um die Ende des 18. um die 9. Jahrhundertwende dann plötzlich überall auf den Märkten getrunken wurde, vor allen Dingen im Adel, der wurde in ganz Deutschland bekannt und berühmt, in ganz Europa bekannt und berühmt. Und deswegen kamen ganz viele von diesen Einwanderern, die wir vorhin genannt haben, mit den Namen Bollinger und so weiter, wie sie alle hießen, die kamen in die Champagne und versuchten hier ihr Glück. Also die wurden angelockt von dem Ruf von diesem prickelnden Wein. Ja, also da erschien dann der Florenz Ludwig Heitzig, der kam Ende des 18. Jahrhunderts aus Westfalen. Dann kam der Josef Jakob Bollinger aus dem Badischen, Johann Josef Krug aus Mainz, also aus aller Herren Länder, deutschen Länder, kamen dann die Einwanderer und versuchten hier ihr Glück. Teitinger, ja. Teitinger, die Familie Teitinger hat ihre Wurzeln hier in Lothringen sogar. Die haben in Cilli, Syrnit, gelebt. Und als nach dem Krieg 1871 mussten sich ja, und dann gehörte ja Lothringen zum Deutschen Reich, mussten sich die Franzosen, dort lebenden Franzosen, entscheiden, wollen sie Deutsche werden und dort leben bleiben, oder wenn sie Franzosen bleiben wollten, mussten sie auswandern, mussten sie in das weiter entfernt liegende Frankreich umziehen. Eine besondere Geschichte ist das hier aus dem Hause Deutz. Die sitzen in Ay bei Epernay und dort haben zwei Einwanderer aus deutschen Landen, sage ich mal, Deutschland, so gab es ja noch nicht, aus deutschen Landen eine Sektmanufaktur gegründet oder Champagnermanufaktur, Herr Deutz und Herr Geldermann. Und das ging auch lange Zeit sehr gut. Die haben gute Geschäfte gemacht. Dann wurde sogar in Hagenau eine weitere Kellerei eröffnet, ein Zweigwerk sozusagen. Und dort wurde mehr Sekt hergestellt. Nun war das ja Hagenau und Lothringen, das ist ja auch wieder so eine spezielle Geschichte, wechselte ja auch mal von Frankreich zu Deutschland oder zu Deutsch und dann wieder zu Frankreich. So, nach 1871 wurde das also Hagenau Deutsch. Damit konnten das Unternehmen Deutz und Geldermann auf dem deutschen Markt sehr gut die hier produzierten Schaumweine verkaufen, ohne großartigen Steuern zu unterliegen. Deswegen hat man das gemacht. So, und dann kam aber nach dem Ersten Weltkrieg, ging das wieder andersrum. Da wurde Elsass-Lothringen wieder französisch. Und da ist dann nach einer gewissen Zeit das Unternehmen wieder clever gewesen und auf die andere Rheinseite gewechselt, nach Breisach, und haben dort eine Sektkellerei gegründet, haben sie aber dann auch irgendwann verkauft. Ja, eine weitere ganz interessante Familie waren die Mumms. Das waren eigentlich Banker aus Frankfurt
Und der Erste, der in das Weingeschäft eingestiegen hat, der hat sozusagen spekuliert. Und zwar am Johannisberg im Rheingau. Weiß nicht, ob Sie den Johannisberg kennen und obendrauf dieses Schloss und die Weinberge drumherum. Die wurden Anfang des 19. Jahrhunderts, Napoleon hatte ja die Lande besetzt, vergeben von ihm an einen verdienstvollen General. Der bekam also die Weinberge dort am Johannisberg. Und bewirtschaftet wurden sie von einer Frau. Die hat dann 1809, 1810 zwei mittelmäßige Ernten, die schlechte Ernten erwirtschaftet. Und dann kam ein Herr Mumm aus Frankfurt daher und hat gesagt, also die nächste Ernte, die kaufe ich dir schon jetzt ein Jahr vorher komplett ab. Das war das, was man heute Subskription nennen würde. Ne? Man kauft einen Wein, der noch gar nicht auf dem Markt ist. So, und damit hat er einen Riesenerfolg gelandet, weil nämlich 1811 war ein Kometenjahrgang, also so ein guter Jahrgang wie noch nie. Und er hat so viel und so guten Wein geerntet, wie dort noch nie geerntet wurde und hat damit ein kleines Vermögen gemacht. Dieses kleine Vermögen hat er dann prompt in der Champagne investiert und hat dort auch eine Champagnerfabrik gegründet. Das ist dieses Haus in Reims, das den Mumms gehört hat. Nun ging das aber nicht so problemlos weiter. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, von vielen erzählen. Vor allen Dingen, Sie haben im Nachhinein einen entscheidenden Fehler gemacht, diese Familie. Sie sind nicht Franzosen geworden. Sie mussten dann nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auch Frankreich verlassen. Sie kamen dann nochmal zurück, 1940, mit den deutschen Truppen, die Frankreich besetzt hatten, haben sich nochmal für ein paar Jahre wieder dort festgesetzt und sich ihr Unternehmen zurückgeholt, was vorher enteignet worden war. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war komplett Schluss. Da mussten sie raus. So, und diese Familie hatte auf ziemlich großen Fuß gelebt. Die hatten in Frankfurt zum Beispiel eine riesige Villa auf einem 125.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Haus steht heute noch in der Nähe der Kennedy-Allee in Frankfurt. Und da ist heute drin ein Bundesamt für Geodäsie und Kartografie oder sowas ähnliches. So, und irgendwann konnten sie nach dem Krieg dann die hohen Grundsteuern nicht mehr zahlen und haben das Haus verkauft an die Stadt Frankfurt. Und genauso hatten sie einen Landsitz oberhalb vom Schloss Johannisberg im Rheingau, die Burg Schwarzenstein. Das ging auch verloren und auch ihr Weingut, das dort unmittelbar an dieser Burg Schwarzenstein lag, wurde dann nach und nach aufgekauft, nämlich von der Firma Henkel und dahinter steckte der Großunternehmer Oetker und da sieht man, wie alles mit allem zusammenhängt. So, und die Mumms sind damit mehr oder weniger vom Markt verschwunden als Unternehmer. Die Marken bestehen allerdings weiter. Und das ist das Bemerkenswerte. Es wird nach wie vor hier in der Champagne ein Champagner mit dem Namen Mumm erzeugt und in Deutschland ein Sekt mit dem Namen Mumm. Und das ist ähnlich wie bei Château de Vaux und der Sektmanufaktur, wo, von der ich am Anfang gesprochen habe. Da gibt es Vereinbarungen,
dass der Champagner den Franzosen gehört und der Sekt in Deutschland. Und zementiert wurde das schon auf, im Versailler Vertrag. Da gab es einen extra Champagner-Paragraphen. Und in dem stand, dass kein deutsches Unternehmen in Zukunft mehr seine Schaumweine Champagner nennen darf. Es gab nämlich immer eine Riesenkonkurrenz zwischen diesen beiden, also zwischen Sekt und Champagner. Und es wurde teilweise auch ins Politische mit reingezogen. Es gab hier teilweise sehr nationalistische Werbung. In Deutschland zum Beispiel, Deutsche trinkt deutschen Sekt. Dann unterstützt ihr deutsche Unternehmen. Der Staat hat den Champagner mit hohen Steuern belegt. Den Sekt nachher teilweise auch, um Kriegsanleihen zu erzeugen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Geschichten rund um Champagner und Sekt und vor allen Dingen, dass die sich sehr in einem großen Konkurrenzkampf immer gegenüberstanden. Darf ich wieder eine Frage dazwischen schieben? Ja. Man bekommt ein bisschen den Eindruck, dass es den Champagner ohne die Deutschen gar nicht gegeben hätte. Ist das so? Das kann man so sagen, sagen auch einige. Zumindest haben die deutschen Einwanderer maßgeblich zur Verbesserung dieses Produktes beigetragen. Sie waren sehr innovativ, was die Technik anging und die Vermarktung anging. Im Weinbau haben sie dann sich zusammengetan mit den Franzosen, die sich dort etwas besser auskannten. Und das war eine ganz besondere Mischung, die dort dann entstand. Hinzu kamen dann ja besondere Böden, diese Kalkböden in der Champagne, die auch für die Reben besonders wertvoll sind. Und ja, so gesehen kann man schon sagen, die deutschen Einwanderer haben maßgeblich zu dem guten Produkt Champagner beigetragen. Ja, das soweit die Familie Mumm. Das ist übrigens eine Mühle in Weseny im Osten der Champagne. Von dort aus hat man Blick ganz weit in die Ebene rein Richtung Saarland, Richtung Deutschland. Und die gehört heute zu dem Champagnerhaus Mumm. Und war mal im Zweiten Weltkrieg auch ein Beobachtungsposten im Krieg. Das ist der Keller bei Mumms. Die haben so ein kleines Museum. Da wird man dann so durch. Was ist das? Willkommen bei Dropbox. Nö, nicht anmelden. Später. Gut. Das nur so als kleine Ergänzung. Ja, und jetzt, wie gesagt, wollte ich den großen Sprung machen. Wir haben vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Also Rotkäppchen hat die DDR ganz gut überstanden und dann nach der Wende wurde es, wie gesagt, kam es zu einem Management-Buyout, das Unternehmen hat mit Hilfe eines Investors aus dem Westen das Haus übernommen. So, und das hat sich dann langsam wieder hochgerappelt. Und im Januar 2002 haben die nochmal zugegriffen und haben sich nochmal ein bisschen vergrößert. Da standen nämlich die Sektmarken Mumm, Jules Mumm und MM zum Verkauf. Diese Sektmarken gehörten damals zu einem kanadischen Unternehmen und die wollten das verkaufen und dann hat Rotkäppchen zugegriffen. Also gehörten dann plötzlich diese drei Marken zu Rotkäppchen und kurze Zeit später kam nämlich auch noch
das Sekthaus Geldermann dazu. Das stand auch zu Verkauf. Die Franzosen, die bis dahin, also Deutz und Geldermann, zweigleisig gefahren waren, in Frankreich Champagner produziert haben und in Deutschland, in Breisach, Sekt für den deutschen Markt. Die haben irgendwann gesagt, naja, wir hängen nicht mehr so an Breisach und an dem Sekt, das wollen wir verkaufen. Ja, und da hat Rotkäppchen nochmal zugegriffen und seitdem gehört auch Geldermann zu dem großen Haus Rotkäppchen und damit ist Rotkäppchen der größte Schaumweinproduzent in Deutschland, aber ganz dicht gefolgt von Henkel. So sieht es, das war eine frühere Bierbrauerei in Breisach, die aber tiefe Keller haben mit gleichbleibenden Temperaturen, was für die Weinlagerung sehr wichtig ist. Dann kommen wir mal machen einen Sprung. Wir sind ja eigentlich schon in Deutschland beim deutschen Sekt jetzt, in der Jetztzeit, in der heutigen Zeit. Und der Mann, den Sie hier sehen, Mathieu Kaufmann, der war mal Kellermeister bei Bollinger in Ay. Und der ist nach Deutschland gegangen und wurde Kellermeister beim Weingut Reichsrat von Buhl und hat dort zunächst mal viel freie Hand gehabt, um hier hochwertigen deutschen Sekt herzustellen, auch Flaschengärungen, so wie es in der Champagne üblich war, diese traditionelle Flaschengärung hergestellt. Dann gab es aber irgendwie mit den Eigentümern Krach und Kaufmann wechselte dann Knall auf Fall zu einem anderen bekannten deutschen Winzer, nämlich Christmann. Christmann ist der Vorsitzende des VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das sind so die Spitze der deutschen Weinerzeuger, die Weinelite, sag ich mal. Und hat mit dem zusammen jetzt ein neues Sektgut gegründet und ist dabei, hochwertigste Flaschengärungen herzustellen. Ein anderer, der das auch mit großer Akribie gemacht hat, war der Herr Raumland mit Namen Volker, so wie ich, aus Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen. Würde man nicht vermuten, dass da jetzt einer der ganz großen Sektproduzenten, aber er ist wirklich ein hat ganz viele Wettbewerber gewonnen. Er hat in Vergleichsverkostungen mit Champagner das ein oder andere Mal gewonnen. Also er macht ganz, ganz hochwertige Schaumweine und Sekt heißen sie nun mal hier in Deutschland. Und die konkurrieren aber mittlerweile auf den Märkten sehr gut mit den Champagnern. Lass mich da an der Stelle noch was fragen. Dein Buch ist ja ein bisschen gegen den französischen Strich gebürstet. Weil der Champagner ist ja sozusagen ein zentraler Erinnerungsort, würde Pierre Nora sagen, für die Franzosen. Mhm. Hast du Reaktionen auf dein Buch bekommen, dass Winzer oder Menschen aus Verbänden da ein bisschen reserviert reagieren? Ich sag's mal so, ich habe ja über dieses Thema auch einen Film, ein Feature gedreht für den Saarländischen Rundfunk. Und das war eine Co-Produktion mit einem französischen Kollegen. Und wir hatten beide vom Ansatz her die gleiche Idee. Nur von der Umsetzung her waren wir völlig konträr. Er hat das wirklich begriffen als sage ich mal jetzt, nicht abwertend gemeint, aber als eine Werbung für den französischen Champagner. Und ich habe es mehr begriffen als ein Film, der beide Seiten darstellt und auch
die Dinge, die die Einwanderer bewirkt haben, über die wir vorhin gesprochen haben, und der auch thematisiert hat, diesen Konkurrenzkampf zwischen dem Champagner und dem Sekt. Und das wollte der französische Kollege gar nicht so machen. Also, was passierte? Wir haben zwei ganz verschiedene Filme gemacht. Ich habe meinen Film geschnitten, er hat den Film für die französische Seite geschnitten und einen ganz anderen Text gemacht als ich. Also man hat schon gemerkt, er hat auch die Sache ganz anders gesehen und hat sich da mehr so als Propagandist für die Champagne betrachtet. Hm. Und ich habe das ein bisschen anders und kritischer gesehen, sagen wir mal so. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir kommen so langsam zum Ende der Veranstaltung. Deswegen meine Frage noch, was ist denn nun neu in der zweiten Auflage eigentlich? In der zweiten Auflage... Und bitte meine Lieblingsgeschichte. Ja, habe ich vorangestellt ein neues Kapitel. Da muss ich mal eben weitermachen. Das ist übrigens noch Henkel, die auch bei dieser Produktentwicklung maßgeblich beteiligt sind mit einer Sektmanufaktur. Und So, das ist jetzt der Friedhof in Ay. Der liegt direkt an den, am Rande der Weinberge. Und auf diesem Friedhof, da findet man viele Grabstätten der Familien Deutz, Lallier, also Lallier waren die Nachfolger der Familie Geldermann. Die sind irgendwann ausgestorben und dann hießen die Nachfahren hießen Lallier. Also Deutz Lallier findet man hier so ein kleines Mausoleum. Geldermann, Bollinger und auch ein kleines Mausoleum mit dem Namen Biesinger. Und ich war auf diesem Friedhof und gesagt, Biesinger, was ist denn das für einer? Der ist mir sonst noch nie so begegnet. Das waren auch zwei Brüder, die mal im 19. Jahrhundert in die Champagne gegangen sind und dort ihr Glück versucht haben und dasselbe Schicksal erlitten haben, wie ich vorhin erzählt habe, wie andere Deutsche, die nicht Franzosen geworden sind. So, und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, gibt es eigentlich noch Nachfahren von den Biesingers? Und in der Tat habe ich in Stuttgart einen Nachfahren ausfindig gemacht, habe ihn angerufen und ja, ich bin einer von den Nachfahren und ich sage, haben Sie noch irgendwelche Unterlagen, können wir uns mal treffen? Dann bin ich nach Stuttgart gefahren, der hatte also einen ganzen Schrank voller Unterlagen und ich habe mich da in den Keller gesetzt und konnte also alles erstmal durchforsten. Und er hat mir dann eine Geschichte erzählt. Er hat nämlich dieses kleine Mausoleum seiner Vorfahren auf dem Friedhof renovieren lassen. Ist da hingefahren mit einem, er ist Unternehmer, mit ein, zwei Leuten aus seinem Unternehmen und haben das mal so auf Vordermann gebracht. Und dabei habe er, so hat er mir dann erzählt, einen Mann kennengelernt, einen Christian Neville. Und der hat ihm berichtet von seinen Eltern. Seine Mutter war eine geborene von Penz, ein aus altem deutschen Adel. Und sein Vater war Steinmetz, dort aus der Champagne. Und der Vater wurde eingezogen zum Kriegsdienst und musste gegen die Deutschen kämpfen, wurde erst ausgebildet in Bitsch. Dann kam er in die Normandie und dort wurde er von Deutschen gefangen genommen und kam in ein Gefangenenlager und in Ostpreußen. Also von der Normandie bis nach Ostpreußen und musste dort als Kriegsgefangener arbeiten. Und auf diesem Gut, wo er arbeiten musste, war diese Brigitte von Penz als Verwalterin. Und die beiden haben sich kennen und lieben gelernt, obwohl das zu dieser Zeit sehr, sehr gefährlich war. Da durfte ja keine
Verbrüderungen mit Zwangsarbeitern geben. Aber irgendwann, 1945, waren plötzlich alle Aufseher, die SS und die deutschen Aufseher waren weg, weil nämlich die Russen vorrückten auf Ostpreußen. Und dann sind sie auch gemeinsam geflohen über Königsberg und über die Ostsee bis nach Schleswig-Holstein. Dort hat er ja am Strand einen Heiratsantrag gemacht. Sie haben geheiratet, sind in die Champagne gegangen. Dort musste sie aber auch erstmal in ein Lager, denn als Deutsche war sie erstmal dort nicht so gut gelitten. Und dann, das ist das Bemerkenswerte, da habe ich gedacht, solche Geschichten gibt es eigentlich gar nicht. Oder wer schreibt solche Drehbücher? Dann habe ich, bin ich mit dem Herrn Biesinger nochmal in die Champagne gefahren, habe den Christian de Ville kennengelernt, habe dessen Schwester kennengelernt und habe auch einen Enkel von denen kennengelernt, also einen Enkel von dieser Brigitte von Penz kennengelernt. Und was macht dieser junge Bursche? Der hat in Mainz Bauingenieurwesen studiert und macht eine Semesterfahrt irgendwie nach Polen und lernt dort eine Deutsche kennen, die aus Greifswald stammt, und heiratet die. Und die gehen auch wieder in die Champagne und übernehmen das kleine Weingut ihrer Eltern, also seiner Eltern. Also da wiederholen sich also deutsch-französische Familiengeschichten, wo ich gedacht habe, mein Gott, wer hat das geschrieben? Ja, das ist die eine Geschichte, also über Begegnungen, die ich gehabt habe bei meinen vielen Reisen dahin. Also was heißt viel? Also ich war etliche Male da. Und das andere ist ein Kapitel, also das sind jetzt hier die beiden, schon im fortgeschrittenen Alter, Brigitte von Penz und ihr Mann. Und das sind, er ist der Enkel und sie ist seine junge Frau aus Greifswald, die sich in Polen kennengelernt haben. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Den Rest können Sie ja dann gerne lesen. Und dann gibt es noch ein Kapitel über die Haute Cuisine, weil da gibt es doch sehr viele Übereinstimmungen oder Interdependenzen oder wie soll man sagen, ja, zwischen der Haute Cuisine und dem Champagner. Die Haute Cuisine wurde ja schon 2010, glaube ich, zum kulturellen Welterbe. Und die Champagne mit den Kellereien und den Weinbergen wurde es 2015. Und die großen Häuser, die großen Champagnerhäuser pflegen auch sehr intensiv die Nähe zur Haute Cuisine. Sie können also in Reims für etliche 100 Euro dann in First-Class-Restaurants Champagner-Menüs verkosten. Also das ist schon toll. Und das hier ist ein Foto, haben wir aufgenommen während der Dreharbeiten im Hause Veuve Clicquot. Die haben ein kleines Haus. Das heißt, ein kleines Haus, das war das frühere Wohnhaus von Eduard Verlet, von dem ich vorhin gesprochen habe, der das Unternehmen ja übernommen hat. Und das ist heute sozusagen das Gästehaus des Hauses Veuve Clicquot. Veuve Clicquot gehört übrigens heute zu einem großen Konzern und da wird alles von Paris ausgesteuert. Das ist ganz anders, zum Beispiel auch wird man da als Journalist ganz anders behandelt. Da kommt irgendjemand von der Presseabteilung aus Paris angeraus. Das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht und so weiter. So, aber das konnten wir mal filmen auch und Fotos gemacht.
da werden dann auch besondere Gäste des Hauses Wöff-Clicquot werden dort auch verköstigt, natürlich mit den besten Schaumweinen auch und den besten Champagnern auch natürlich. Ja, das ist die zweite Erweiterung, nämlich übers Essen. Darin können Sie lesen, welche Köche zum Beispiel maßgeblich daran beteiligt waren, dass die französische Küche, also die Küche schlechthin in der Welt wurde, sage ich mal so. Gut, bevor wir zum Schluss kommen dürfen und müssen Sie noch was fragen, denn bevor keine drei Fragen gestellt sind, wird der Rotkäppchen-Sekt nicht aufgemacht. Also, wenn Sie noch Fragen haben, bitteschön. Welches war Ihre Lieblingsgeschichte? Die Liebesgeschichte. Wie? Die deutsch-französische Liebesgeschichte. Danke. Der Kampf zwischen den Namen Sekt, Champagner, wie ist es denn mit den Italienern, Frisante und so weiter? Gab es da auch irgendwelche Abgrenzungen oder ist das ein völlig anderes Produkt? Oder Cremant, Frisante, Champagner, Sekt und so weiter? Man kann es noch weiter spinnen. Ja. Ja, ich gehe in dem Buch ja darauf ein. Ich mache nur ganz kurz mal einen Überblick. In allen europäischen Ländern, wo Weinbau betrieben wurde, wurden dann natürlich auch die Erkenntnisse aus der Champagne übernommen mit den Flaschengärungen. Also warum sollte man in Italien oder in Spanien nicht das gleiche Produkt ähnlich machen können? Die haben es natürlich auch erst mal probiert mit dem Namen Champagner, aber die wurden genauso, sagen wir mal, zurückgepfiffen wie die Deutschen. Weil die Franzosen haben es dann verstanden, eine international anerkannte Regelung durchzusetzen, dass sich Champagner nur nennen darf, was aus der Champagne kommt. Alles andere sind Flaschengärungen oder wie auch immer man das nennt. Auch Cremant ist ja eine Flaschengärung. Sekt ist auch, der gute Sekt hier bei uns, ist ja auch eine Flaschengärung. Also das Prinzip der Herstellung ist das gleiche. Nur die Namen, den Namen Champagner haben die Franzosen sich ausschließlich für die Champagne gesichert. Und wer das nicht einhält, der wird von diesem Verband der Champagnerwinzer gnadenlos verklagt. Ich habe ein paar Beispiele in meinem Buch. Also das ist, es gab mal eine Champagner-Trüffel bei Aldi. Das wurde jahrelang, das zog sich hin bis zum Europäischen Gerichtshof. Oder die Champagner-Bratbirne, das war ein Schnaps aus einer alten Obstsorte im Badischen. Das haben die verklagt. Die dürfte sich nicht Champagner nennen, obwohl dieses Obst Champagner-Bratbirne hieß. Ja, also das, da finden Sie auch ein paar Beispiele dazu im Buch. Bitte. Ich habe noch eine Frage an Sie. Was ist eigentlich das perfekte Glas für einen Champagner? Ein volles. Ein volles, ja genau. Ein hohes Glas oder eine Schale? Ja, nee, es war mal eine Schale, dann gab es ja sogar diese Pyramiden, die davon gebaut wurden. Aber das war mehr ein Gag für Leute, die sich für reich und erfolgreich hielten. Davon ist man abgekommen, dann gab es diese sehr engen Flöten, davon ist man auch mittlerweile abgekommen. Jetzt hat man so Kelche, die etwas auseinandergehen und den Weingläsern immer ähnlicher werden. Oben ein bisschen zusammenlaufen, damit man sowohl was riecht, als auch von den feinen Bläschen was aufnehmen kann. Also heute Abend hier im Haus wird das normale Weinglas ausgeschenkt. Also viel Dicke, ja. Da haben wir gar nicht. Na, das ist aber ein Manko, ja. Das ist halt so, wie es halt so ist. Ja. Aber wir nehmen ja Ihre
dritte Argumentation im weiten Glas, damit die Pärchen aufgreifen, ja, für den Geschmack wieder runterkommen. Ja. Wunderbar, wir haben alles richtig gemacht. Also wenn wir keine dritte Frage mehr haben sollten, dann nehmen wir das als die dritte Frage. Aber gerne können Sie noch fragen, wenn Sie wollen. Gut, das ist nicht der Fall. Dann will ich zusammenfassend sagen, Sie finden noch weitere sehr, sehr schöne Geschichten, Anekdoten, aber auch sehr viele wirklich interessante Fakten in dem Buch. Es ist, muss ich fast sagen, mein Lieblingsbuch in meinem kleinen Solme Verlag. Vielleicht so gucken fast. Sie mal in den Flyer rein, können Sie die anderen Bücher sehen und das Programm auch. Und Sie können dieses Buch auch kaufen vorne und es sich von Volker signieren lassen. Ich danke dir erstens für dieses wunderbare Buch, dann für das, was du vorgetragen hast und Ihnen, dass Sie so aufmerksam und voller Interesse zugehört haben. Und jetzt heben wir noch einer.